Ja, das ist eine ganze Menge. Da fühlen wir jetzt vom Rathaus oben. Jetzt ist was los in Bottenstadt. Sieht man das Rhein- und Sterbehaus gegenüber und einen Lancia. Da hätte das Labegut jetzt erfreut mit dem Scooter. Und wie lange sind Sie schon in dieser Tätigkeit? Also das ist ein eine große Herausforderung für uns. Einstoppen am Stau. Also das ist noch nicht so ganz, das sind wir noch nicht so ganz hart. Einstoppen am Zeitstau. Am Zeitstau, ja, am Zeitstau. Naja, ist das, also Jochenförderung. Also ich wünsche Ihnen alles Liebe und Gute. Danke schön. Ja, das ist sehr gut. Aber ich finde es großartig, dass ihr da immer auf die Beine steht von Jahr zu Jahr. Also ich bin total begeistert von den Zuschauern, von den Leuten. Also viel Spaß dabei. Sind Sie noch immer verheiratet? Aber gerade bei solchen Veranstaltungen ist immer die große Gefahr, dass ein bisschen Temperament und auch ein bisschen Emotionales gegenüber den Daten verstanden wird. Ja, Gesamtsieger. Super, ist jetzt Kota. Aber wir waren motiviert, dass wir heute weg. Aber solange die Vaterschaft nicht arbeitet, ist es nicht zügig. Vor allem weiter kommt Spaß an der Sache. Das ist eine Freude, bitte. Wünsche weiterhin viel Erfolg, bitte. Und wie fühlen Sie sich so? Die Klassifizierung, wo sind Sie zurzeit? Naja, wir haben Frau Kollegin, aufpassen, dass du nicht unter die Räder kommst. Ich fühle mich jetzt in einem Morgan rein. Rechtslenker. Sind wir umringt für lauter Klassiker. Der Organisator sucht gerade einen Fahrer. Na, allein wird der Porsche ja nicht herkommen sein. Da. Lancia. Der Michi hat alles erzählt. Fahrzeug Nummer 13, Michaela Sturm Rostand. Alkohol. Ja, nicht ein bisschen schon angedrückt. Ja, genau, ja. Genau. Sollte eine Triumphrunde führen? Ist ja nicht mehr zu ertragen. Aus Mickelberger Fanclub. Mickelberger Fanclub, der Mickelberger ist ja da. Der Günther Mitt ist eigentlich der Experte für so Oldtimer alles, der kann da ein bisschen was genau aus. Der Grand Prix-Experte. Der Prix-Experte von Berndorf. Bin ich überall Spielfeld. 2015, Staatsmeister in der Sandbrückgasse. Das heißt Sand. Die Wähle für Berger Michel. Ja. Michel, jetzt hat sich ein bisschen los. Bodenstein kennst du ja, sonst jetzt kennen wir wieder mal. Spiel gespielt, wir haben gespielt für dich sogar Musik. Das bedeutet, wie geht's dir bei der zweiten Höllenkalkgasse? Ja, danke.
Museumsdirektor von Regionalen Museum in Weißenbach, Friedrichsthal der Region, Wolfgang Stierber. Wolfgang, wie gefällt dir die Veranstaltung da? Die Veranstaltung ist einmal großartig. Und man sieht sehr seltene Fahrzeuge, was ich für seine Jugend oft bewundert schon habe. Hallo. Hallo. Ja, genau. Toller Wagen, toll beklebt, gell? Kann man nur sagen. Bitte? Tolles Auto, toll beklebt. Genau. Ja, gut. Nehme ich auf. Ja. Günter Hofer auf einem Mercedes C230 Baujahr 77. Der Bugi Volvo. Der Bugi von Bugi Volvo. Ja, stimmt. Stimmt. Der Bugi von Bugi Volvo. Wahnsinn. Nette Spielzeuge, gell? Der hat sich sehr alt, gell? Ja.